Shilpasana ist wörtlich die Schmuckstellung. Garota in seiner Encyclopedia of Traditional Asana sagt, dass Shilpasana erwähnt wird in einer klassischen Hatha-Yoga-Schrift, aber nicht beschrieben wird. Shilpa als Schmuck ist letztlich das gleiche wie Mala. Und so könnte man sagen, Shilpasana ist eventuell gleichbedeutend mit Malasana. Du hockst dich auf die Füße, Fußsohlen flach. Du gibst die Unterarme an die Knie und die Handflächen zusammen. Das ist dann Shilpasana, die Schmuckstellung.